Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei CoreKeeper. Und ein Abonnent-Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen. So, denn ihr dazu entscheiden solltet. Season 2, CoreKeeper. Was ist deine Meinung bis jetzt, Hess? Wir brauchen mehr Zinn. Die Season 2 ist besser als die Season 1, oder? Ich war bei Season 1 nicht dabei, keine Ahnung. Sag einfach ja. Ja, viel besser, musst du sagen. Eindeutig, das ist kein Vergleich, ja. Siehste, Leute. Der Zess, der würde euch niemals anlegen. Deswegen hört auf Zess. Was ist das? Oh Gott, das explodiert. Wenn du auf so einen großen, schleimigen Tunnel treffen solltest, geh da bitte nicht weiter. Das ist der erste Boss. Und der tötet dich. Ich glaube, der war in der Nähe vom Portal. Mhm. Da sah auf jeden Fall irgendwas bossartig aus. Aber bei meinem Glück renne ich einfach so in den dritten Boss oder so rein. Kannst du nicht. Wir sind im Biom aufgeteilt. Teilweise musst du die auch rufen, glaube ich. Also ganz so einfach kannst du nicht random da reinlaufen. Was ganz gut ist. Ich meine, bei Terraria kannst du das ja auch nicht wirklich, außer, ja, wobei, na, wenn du, ne, kannst teilweise gar nicht Sachen abbauen, wenn du nicht die richtige Spitzhacke und so hast, ne? Ja. Kannst du bis zum Kern runterbuddeln mit der einfachsten Spitzhacke? Ja. Oder kannst du da halt, ne, da brauchst du da auch was, um den zu spawnen, oder? Da kommt der einfach so. Du brauchst nur diese Guide-Puppe. Ja. Und die droppst du halt von Gegnern. Oh. Und du hast jetzt keine. Wenn du Pech hast, droppen die Gegner das automatisch in die Lava. Hm. Jetzt, das wird Augen machen, ne, Leute. Neuer Gegenstand, Eisenerz. Mhm. Ja, natürlich gut, wenn ich jetzt wüsste, wo das ist, wenn ich hier schon. Ganz weit links. Ja, es hilft unbedingt. Wollte ich mehr von dem Zinnerz haben. Ja, geh nach Norden für Zinnerz. Was zur Hölle? Es gibt Standbohrmaschinen? Keine Ahnung. Ja. Ich habe ein Ding gehauen, das steht benötige Standbohrmaschine. Ja. Okay, es wird industriell irgendwann. Ja, du kannst einfach nach so Abbautürmen und sowas bauen, den automatisch abbauen. Du musst einfach nicht mehr alle selber abbauen. Ich meine, man sieht das ja schon an dem, was ich gerade bei mir mache, dass es industrieller wird. Ich will jetzt nichts verraten, was ich hier mache. Ich mache geheime Dinge. Ich erschließe uns unsere Zinnadern und Zinnmine. Damit wir irgendwann unendlich viel Zinn haben. Immer dieser Potato Fett mit seinen geheimen Sachen, ey. Endlich 14. Mhm. Das klingt illegal. Mit wem machst du da wieder Geschäfte? Mit dem Teufel. Oh nein! Siehst du das nicht eigentlich auf der Map? Oder siehst du nicht die Veränderung? Siehst du das erst, wenn du in der Nähe bist? Ich glaube, ich sehe da keine Veränderung. Was? Dann aktualisiert sich das erst, wenn du dann in der Nähe bist. Krass. Das ist krass. Habe ich nicht gewusst. Hab ja nie Multiplayer gespielt. Das erklärt es dann nie. So. Ich hoffe, du hast noch mehr Kupfer. Kupfer wäre super. Ja.
Die Leute in Steam bei mir sehen jetzt, was ich meine mit industriell. Man muss es lieben. Wartet mal ab, bis wir die zweite Version davon haben. Vor allem wird das ja dann später wirklich übergreifend, ne? Überall. Wie weit er da hinten einfach schon irgendwelche Sachen macht. Der macht gleich einfach irgendwie einen Boss alleine. Echt? Ich bin schon beim dritten. Finde ich nicht gut. So, jetzt muss ich wieder zurück. Such nach Ärzten. Ärzte gibt's hier, wo ich bin. Ich hab sogar schon 15 Ärzte. Ja, wenn man auf die Map achten würde, dann würde man vielleicht sogar vermuten können, was ich tue. Jetzt ist schon zu spät. Ich sehe nur, dass du dich bewegst. Ich habe keine Ahnung, was man damit vermuten kann. Ja, wie ich riesige Mengen gerade Kupfer nach Hause bringe. Tonnen an Kupfer. Tonnen. Tonnen. Tonnen, Seth. Wir rechnen ab sofort in Tonnen, nicht mehr in Stück. Wenn mein Plan fertig ist. So. Ganz wichtig, wir brauchen noch das hier. Überaus wichtig. Was wäre das denn ohne das, ne? Also, wirklich. Lass mal für Cess eins hier. Da kann er ja zu mir kommen gleich. Und mal helfen. Chuchu! Hallo! Wie er einfach an mir vorbei fährt. Und an der Basis ist ein Ding für dich. Wir werden Großindustrielle. Musst du nur gerade Brücken holen. Du müsstest mal bitte weggehen, Vieh. Was passiert eigentlich, wenn... Wird das ein Roadkill, wenn man gegen die Tiere fährt? Das hier fährt direkt in die Zinnmine. Hoffentlich zumindest. Das war eine Riesenexplosion. Ey, hier ist die Musik anders. Das müsste die Zinnmine genau sein hier. Also die Gleise führen jetzt gerade aktuell zur Zinnmine. Dazu ach, wir können nicht crashen. Dazu. So. Ich muss eben meine Spitzhacke. Wie sich die Minimap gerade vor mir aufbaut mit dem Gleisen. Ja, ne? Siehst du mal. Ah. Warum bin ich eigentlich zurückgefahren? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich dachte, ich wollte, glaube ich, irgendwie Holz oder so holen, aber ich kann auch einfach hier oben Holz abbauen. Geht schneller, ne? Das Reisen mit der Lore. Muss die nicht abbauen. Und was. Hier, guck mal, ich hab das Problem gelöst. Tada. Muss Platz gemacht werden für die Bahn. Und ich brauche Holz. Für Fackeln. Denn es gibt nichts Schlimmeres, als das Gegner spawnen an unserer Bahn. Aber hier ist die Musik wieder weg. Hier ist eine andere ominöse Musik. Ich wollte das irgendwie drei breit, damit es schön aussieht.
Man könnte es auch mit einem breit machen, aber der Level dadurch ja auch Bergbau. Aber ich brauche bald neue Gleise. Sehr nett an. Ha? Das hört sich hier oben nicht nach einem netten Gebiet an. Bisher habe ich noch freundliche Musik. Oh. Die Bahn hält nichts auf. Das hier hört sich nicht nach einem freundlichen Gebiet an. Was ist das da? Da, das hier ist so ein Ding, wo man schon eine Standbohrmaschine braucht. Ja, ja, das ist das Ding, was ich meine. Da kann man dann Erze abbauen später. Aber ich muss leider nochmal zurück. Hier oben singt jemand. La la la. Naja, da ist so. Das Gesang. Ich muss wieder zurück zur Base, muss neue Gleise holen und neue Brücken. Aber man kann die nicht einfach unterwegs craften. Nee, Brücken an der Werkbank. 5 Gleise kosten 1 Kupfer. Kannst die Waggons übrigens stehen lassen, musst du nicht abbauen, ne? Haben wir noch irgendwo Holz? Nicht so wirklich. Für Gleise brauchen wir auch Holz, glaube ich. Ja. Ich habe ganz viel Holz. Dann gib mir Holz. So, habe ich wieder 185 Gleise. Dann hol ich schon mal ein paar Brücken. Ich will einfach 200 Schrottteile haben. Ja, klar. Ich hab alles verschrotten. Das Problem. Du, let's go. Mit der zweiten Lore, die wir bekommen, sind wir sogar noch schneller, ne? Mit der Eisenlore. Dann fängt es ja aber richtig an, industriell zu werden. Das Ding, was sie hier oben haben, das ist schon mal gut, dass es direkt an den Gleisen ist, weil dann können wir nämlich direkt da später unser Abbauding hinbauen. Aber du siehst jetzt vielleicht hier, warum ich das 3 breit mache. Bei Brücken sieht das einfach geiler aus. Und das sonst sieht so gefährlich aus, wenn das nur so ein breites Ding ist. Oh, wie groß ist dieses Loch bitte? Oh, ich werde angegriffen. Oh nein. Ich bin, glaube ich, da. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das sind irgendwelche komischen Typis, die mich da angreifen. Boah, die sind stark. Oh. Der hat mir halbes Leben abgezogen. Das sieht an dem Gebiet für Zess aus. Ihr könnt ja mal zeigen, wie stark er ist. Weil mit Fernkampf gehen die schon ganz gut. Das ist jetzt ein Luxus, dass sie schon tot sind. Guck mal da oben, da ist so ein Typ. Ah, da ist auch wieder so ein Typ. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Oh mein Gott, ich bin gleich tot. Was essen. Muss ich erstmal heilen. Ah, hier sind Würmer. Ja. Der Wurm hat meine Fackel kaputt gemacht. Ja, das können die Würmer. Frech. Ach, guck, was da ist. Ganz viel Erz. Ich glaube, das ist Zinn. Das ist Zinn, ja. Das ist ganz viel Zinn. Wir haben die Zinnminen entdeckt. Ja, habe ich schon gesagt, dass der Weg jetzt zu den Zinnminen führt. Habe ich es nicht gesagt. Potato Pet Mining Corporation. Auf die kann man sich verlassen. Wie man sieht. Die bauen den Weg frei zur Zinnmine.
kriegen die sich gegenseitig auch? Das weiß ich nicht. Kann sein. Ja. Die Goblins greifen die Würmer an. So. Potato Pet hat das hingefunden. Wir machen ganz gut Damage. Ja, hier ist schon eigentlich ein bisschen fortgeschritteneres Gebiet. Muss man schon ein bisschen aufpassen jetzt hier. So. Was machen sie? Ich loot. Oh, das vibrieren gerade. Hör's. Ah, ich sehe den Gegner. Ich sehe den Bossgegner hier oben links. Hat den Boss gesehen. Wenn du diesen Tunnel mal sehen willst, der ist hier. Da ist er. Ah. Das ist der Tunnel. Ich würde da drin nicht stehen bleiben. Der kommt gleich wieder irgendwann. Ich glaube, man muss ihn von... Ich weiß gar nicht, wie das genau ging. Man kann ihn auf jeden Fall triggern, dass er stehen bleibt. Ich glaube, man muss Fallen auf den Boden setzen oder sowas. Irgendwie sowas war das. Weil sonst frisst er einen einfach auf, quasi. Aber kann auch alles sein, dass sich das alles verändert hat, ne? Es kann auch sein, dass ich jetzt Schwachsinn erzähle. Aber ich glaube, die Fallen haben auch nicht so sehr geholfen damals. Die haben nur Schaden gemacht. Oh, hier ist auch der Gang. Okay. Oh, ich hasse diese Typen. Aber dafür, dass wir so wenig Schlüssel bekommen, gibt es echt viele Kisten. Hm. Man muss mal gucken. Aber kann es sein, dass dieser Gang von dem Boss ziemlich groß ist? Ja, ich würde da nicht drin rumlaufen. Der geht um die ganze Map einmal rum. Das ist ja ein kompletter Kreis. Ihn wieder gefunden. Der Boss dreht sich einmal komplett im Kreis über die gesamte Map. Spoiler. Es müsste hier aber, glaube ich, auch Eisen geben, aber ich bin mir unsicher. Ja. Aber ich weiß sogar schon Eisen. Nee. Ich habe keins, aber ich habe Pollen. Irgendwann habe ich das gehabt. Aber kann auch sein, dass wir erst ins nächste Biom müssen. Ja, hier gab's Gold. Okay. Ja, Gold können wir noch nicht verarbeiten. Wo bist du denn schon wieder? Da ist er. Neben dir. Ja, neben dir, weil ich zu dir gelaufen bin. Nein. Da geht's zum Boss. Aber nicht hier unten, oder? Da geht's vor allem zu Holz, was ich da dringend brauche. Oder und es ist wieder so ein Typi. Ich hab ein bisschen Angst. Ich kann den nur mit Fernkampf machen. Sonst tut der zu weh. Ich meine, wir können auch darüber.
Der Boss kommt wieder, wenn du ihn sehen willst, da ist der Boss. Ui. Der ist groß, der Boss, wa? Ja. Das ist definitiv nicht das, was ich vorhin gesehen habe. Ja, es gibt auch einen anderen Boss, den wir vorher machen können. Den wir auch vorher machen sollten, glaube ich. Oh, ich werde sterben. Oh mein Gott. Tut das weh, tut das weh, tut das weh. Ich habe die zwei getötet. Oh. Okay. Alter Schwede. Ich glaube, niemand so schnell. Ich bin fast tot. Nein. Ich hoffe, das ist doch Inventarplatz, weil hier liegt überall Zeug rum, was wir anders noch verarbeiten können. Ich kann nichts mehr aufnehmen. Oh, da kommt wieder einer. Ich bin fast tot. Ich muss echt mal langsam zur Base gleich. Ich gehe mal zur Base, mein Inventar ist so voll. Zurückfahren. Boah, das ist ein großer Goldklumpen. Oben ist noch ein Ding. Am Ende des Weges. Ist schon angenehmer, wa? Boah. Vor allem musst du den Weg nicht suchen zur Basis. Du musst einfach nur im Ding sitzen bleiben. Wenn ein Gegner auf den Gleisen stehen würde, würden wir den wegrammen? Glaube ja, aber der würde nur Schaden nehmen. Ich kann sein, dass er einen auch anhält. Ich bin mir gerade nicht sicher. So. Mal sehen. Los, Kupfer reingeschossen. Stachelfallen, die sind, glaube ich, die wir für den Bomben dann brauchen werden. Köderwerkbank, Automatikwerkbank. Ich glaube, bei der Automatikwerkbank kann man die Maschinen, glaube ich, bauen, um das abzubauen oben. Aber ich glaube, das Erste, was wir holen. Ja, ich glaube, das Erste, was wir holen, ist das hier. Was da liegt vor der Werkbank. Ups. Hier. Dann kann man die alte verarbeiten. So, Zinnangel, Zinnspitzhacke. Wie viel Zinn haben wir denn noch? 14. Das ist nicht viel. Wir haben jede Menge Zinnerz. Okay, dann können wir tatsächlich anfangen auszugeben. Hier hast du schon mal eine Zinnspitzhacke. Hier hast du eine Zinnschaufel. Ein Käfernetz, falls du eins möchtest. Kupferspitzhacke weg. Kann man diese Würmer und Käfer und sowas aufsammeln? Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Ich habe noch nie ein Käfernetz, glaube ich, benutzt. Ich glaube, es gab das damals auch nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber. So. Kann ich das hier auch noch verarbeiten? Primitives Oberteil kann weg. Der Foliant kann weg. Das ist eine Kupferkiste. Aber es ist noch eine hier. Upp. Oh, das Kupferschlüssel. So, jetzt sollte mich, glaube ich, auch langsam wieder um Anbauen kümmern. Also Essen wird knapper. Wir essen auch viel. So. Würdest du damit sagen, dass wir dick sind? Dick und durstig sind wir. Dick, dick und durstig. Da könnte so ein Spruch für Dingens sein, für
Küchenrolle, ne? So dicke Küchenrolle. Dick und durstig. Die trinkt, aber richtig, du. So. Habe ich schon mal ein bisschen Feld gemacht. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen mehr Feld. Na komm, wir haben so nur einen wackeligen Minenwagen. Ja, ja. Mit Eisen wird besser. Das kann ich schon mal sagen. Mal sehen, kann ich mit Adidas leveln? Ja. Mehr Bergbauschaden. Und gehe stark aus. So. So, 5 Level im Bergbauschaden. Was ist? Das läuft gut. Muss man sich dann irgendwann für Skillpunkte entscheiden oder kann man alles komplett auf Max bringen? Ich glaube, du musst dich entscheiden. Nein. Also, du kannst nicht alles auf Max bringen. Also, du, ich glaube, dieses Links-Rechts kannst du beide Wege immer gehen, glaube ich. Aber du kannst nicht alles auf Max kriegen. Wenn du links und rechts immer beides 5 hoch machst, dann wirst du niemals unten ankommen, glaube ich, oder? Ja, es gibt alle 5 Level, gibt es einen Punkt. Das heißt, du hast am Ende, wenn ich das richtig sehe, 20 Punkte zu verteilen. Ich finde es gut, dass ein Skill einfach Bruder muss los heißt bei Laufen. Es kann sein, dass das links und rechts doch das abschneidet, weil die 20 Punkte sind genau für 4 Reihen, also 4 Reihen geeignet. Was heißt das? Bei Laufen. Ja, Bruder muss los. Reihe, das zweite, ja. Einfach perfekte Translation hier. Ja. Das kriegst sogar du jetzt, was ich hier koche. Ich hoffe, dass du das wertzuschätzen weißt. Ich hoffe, dass du das wirklich wertzuschätzen weißt. Ein seltener, süßer Bärenpudding. Guck dir mal die Werte an. Das ist insane. Insane Werte, das Ding. Oh, wäre der aber nicht für dich besser, wegen physischer Nahkampfschaden? Dann esse ich den halt. Kriegst halt hier den Pudding. Die Geste zählt ja. Effizient bleiben. Alchemistenpult. Ein Werkbank, um mit Wundern der Chemie zu experimentieren. Oh, eine Köderwerkbank, ein nützliches Werkbank, ein Vielzahl von Fischködern. Zinn-Amboss. Ein besserer Amboss, um Ausrüstung und Waffen fürs Überleben herzustellen. Automatikwerkbank, eine Werkbank, um komplexe Maschinen herzustellen. Ich glaube, damit können wir diese Maschine oben bei diesen riesen Dingern bauen. Ein Spinnrad, um Kostüme herzustellen. Eine Eisenwerkbank. Gute Frage, was wir da zuerst bauen. Ich baue erstmal den Amboss. Dann baue ich erstmal die Automatikwerkbank. Das heißt, der alte Amboss kann weg, nehme ich an. Oder? Ja, der kann weg. Ja. Jetzt können wir Bronze-Sachen herstellen. Muss also Bronze doch nicht einschmelzen. Alter Schäde. Das, eine Zinnaxt. Uiuiui. Oha, oha. Zinndolch. Oh mein Gott, die Schleuder. Nice. Die Schleuder ist, glaube ich, deutlich besser als das, was ich gerade habe. Weil es mehr Angriffe pro Sekunde hat, ja. Das Zinnschwert ist deutlich stärker. Deutlich stärker. So. Was machst du? Haben Regenwurm gefangen, aber ich kann ihn nicht essen. Ah. Jetzt habe ich aus Versehen, dass das Zinnding alles zerstört, was ich gecraftet habe. Ich bin so dumm. Einmal Potato Pad sein, ne? So, neues Zinnschwert. Da müssen wir wieder neue Zinne vorgehen. Ja, wir haben noch ein bisschen was da drin.
Ach ja, ich hatte auch die andere Werkbank, die Maschinerie. Förderbänder, einfacher Bohrer, Bohrer, Roboterarm, Sprinkler. Für den Bohrer brauchen wir Skalitbarren, aber wir können auch einen einfachen Bohrer machen. Wir müssen ihn aber an Elektrizität anschließen. Wir können aber auch eine Elektrizitätswerkbank bauen. Doch, doch, wir können Strom bauen. Wir können eine Elektronikwerkbank bauen. Hopp. Und da kann man einen Elektrizitätsgenerator bauen. Da müssen wir. Weiß nicht, was wir da reinpacken, damit das läuft. Lampe kann bemalt werden, Schalter, Dynamitbündel. Oh, Dynamitbündel, okay. Now we are talking. Dynamitbündel, aber da brauchen wir auch Zinnbarren für. Ich weiß nicht, was man braucht, um das. Ich kann jetzt einfach mal craften. So. Dann stelle ich den hier mal hin. Der läuft einfach. Da muss nichts rein. Der produziert einfach Strom aus dem Nichts. Ach, wenn wir das nur in echt auch so hätten. Das klingt doch gut. Strom aus dem Nichts. Hey. Da gibt es ja auch richtige Logikschaltungen hier. Mhm. Ich fahr mal zu den Klumpen. Ich habe da alles dabei, was ich dafür brauche. Ja. Außer den Arm, den kann ich noch nicht bauen, weil wir das Skaliterz noch nicht haben. Das kann aber erst in den Gebieten nach dem Wurm, also diesem Riesenwurm, was erst dahinter kommen. Man kann sich einfach durchbuddeln, das geht natürlich auch, aber. War das hier? Nee. War das noch weiter? War das auf der anderen Seite hier? Oh mein Gott. Man kann sie überfahren. Aber hier war das nicht. Wo war dieser Brocken nochmal, den wir hatten? Wir hatten noch irgendwo so einen Brocken hier auf der Fahrbahn. Das hat mich erwischt. Bist du tot? Ja. Das ist nicht gut. Das passiert, wenn man den Helden spielen will. Wo ist denn dieser Brocken? Auf jeden Fall irgendwo links von der Fahrbahn. Ja, ja. Der war da direkt dran, oder nicht? Nicht ganz. Aber nicht weit entfernt, 3 Blöcke oder so. Ah, hier ist er. Okay. Jetzt musst du den Walk of Shame machen, weil du deine Karre nicht hast. Draußen Grab schon? Nee. Moment. Yay. Das baut ab. Ja, aber ich glaube, ich kann das mit den Bändern nicht machen, oder? Aber das ist ja. Ich muss das an die Seite, glaube ich, platzieren, das Ding. Moment. Ich glaube, da gibt das hinten aus. Wir können das aber nicht in eine Kiste führen, glaube ich. Weil wir dafür einen Kran brauchen. Ah, da kommt das Zeug. Das ist übrigens Golderz. Ich glaube, aber dafür brauchen wir einen Kran, was ich hier gerade vorhabe. Siehst du jetzt nicht besonders schnell? Mhm. Der bessere Bohrer ist besser. Arbeite schneller! Warum ist da ein Grabstein? Wofür betreiben wir dich? Mit kostenlosem Strom. Wo der Grabstein herkommt.
Der braucht lang. Weil man kann mehrere Bohrer drumherum stellen, ne, wie man sieht. Da war jetzt nur ein Bohrer, ne? Wir könnten da 8 Bohrer drumherum bauen. Ja gut, das wird aber auch irgendwann teuer. Ja. Das Spiel wird irgendwann teuer, das ist richtig. Aber wenn du dann irgendwann einen Zinnklumpen hast und den abbaust, dann hast du auch keinen Zinn. Ist das nur eine endliche Ressource oder ist das irgendwo kaputt? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist unendlich. Bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass das irgendwann aufhört. Aber einen würde ich jetzt gerne wenigstens sehen. Was passiert im Moment? Ich kann ja was hier draufschmeißen einfach. Oh, guck mal, da ist Gold gekommen. Oh, nee, ich muss mich auf das Ding draufstellen. Oh Gott, das kann ich jetzt nicht mehr einsammeln. Oder muss ich erst weg und wieder hingehen? Ja. Okay. Werde ich jetzt in die Truhe gepackt? Nee, ja, du siehst. Geht nicht automatisch in die Truhe, wenn ich da ein Arm ist. Das heißt, ich kann halt höchstens das hier machen. Damit wir hier so eine Bahn von Gold haben, bis das Ding dann irgendwann voll ist, das Laufband. Muss man halt regelmäßig abholen gehen. It is what it is. Industrialisierung fehlgeschlagen. Naja, nicht wirklich fehlgeschlagen. Dauert halt noch ein bisschen, bis es richtig losgeht. Potato Patch und Session Mining Covert schon noch irgendwann Blüten tragen. Warte mal ab. So, jede Menge Holz, ein Sockel, den wir nicht brauchen. Ich mag das Gebiet hier oben nicht. Ja, wir sind auch noch nicht zu klein dafür eigentlich. Wir können eigentlich einen anderen Boss machen. Dafür dürfen wir eigentlich stark genug sein. Du meinst, das wäre bei dem Teleport gewesen? Das kann gut sein. Ja. So ein bisschen rechts vom Teleport. Naja, ich weiß, was es ist. Das ist genau da, wo wir hinwollen. Der erste richtige Boss. Aber wir bräuchten am besten, glaube ich, wir sollten uns vorbereiten. Moment, wir sollten unsere Ausrüstung ändern. Das ist ein bisschen wie bei Terraria, dass du mit bestimmter Ausrüstung auch bessere Chancen hast. Was? Ja. Ich dachte, die beste Chancen habe ich mit gar keiner Ausrüstung. Aber ich habe nicht genug Schleim. Ich habe nicht genug Schleim, das ist das Problem. Wir müssen mehr von den Schleimis töten. Die Gummistiefel und den Regenmantel, damit man 25% reduzierte Wirkung der verlangsamten Bewegung durch Schleim. Weil sonst reicht Leim. Das reicht nicht. Ich kann es gerne mal versuchen. Ich meine, sterben ist ja prinzipiell nicht so schlimm. Ich meine, ich kann einfach mal alles hier reinpacken, was ich noch irgendwie in der unteren Leiste habe. Ich glaube, das verschwindet nämlich nur. Alles, was du in der Quickleiste hast, müsstest du behalten. Weil der Part ist eigentlich längst vorbei, ne? Naja, dann wollen wir mal sehen, was diese Geräusche da hinten macht im nächsten Part. Oh, bis dann haltet die Ohren, stellt man dir was Besseres eurem Leben und euer Potato Fett und euer Session. Verabschieden sich, oh, man hat es schon gesehen. Oh, 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 man darf nicht hingucken. So, bis dann. Nein, tschüss. Tschüss.